Ein herzliches Wiggity Willkommen hier bei Giga Games. Es ist 22 Uhr. Eine neue Folge dieser wunderbaren Sendung fängt jetzt hier auf der Stelle an. Und 2 Stunden lang werden wir euch beglücken mit dem Neuesten, was die Videospielewelt zu bieten hat. Natürlich auch heute wieder ein Highlight, wobei es dabei eigentlich Kontroversen gab. Denn wir waren uns nicht ganz sicher, was wir als Highlight nehmen sollen. Denn es gibt 2 wirkliche Highlights. Aber wir müssen uns dann für das entscheiden, was wir jetzt erstmal auch in der 22-Uhr-Stunde präsentieren können. Und das heißt heute SWAT 4 im großen Games-Check aus dem Hause Sierra, beziehungsweise Vivendi Universal. Der Nils hat jede Menge mit dem Spiel gezockt, wird heute den Games-Check dazu abliefern und nicht nur das. Nils und ich werden heute mal gemeinsam im Koop-Modus gegen die bösen Jungs antreten, versuchen sie dingfest zu machen und werden natürlich auch versuchen, so wenig Gewalt wie möglich anzuwenden, denn das ist auch eine Option im Spiel, die es zu etwas Besonderem macht. Man macht Punkte, indem man Leute dingfest macht, ohne sie zu erschießen. So wie das echte SWAT-Team eben. Sehr, sehr cool auf jeden Fall gemacht. Das Ganze hat noch eine recht hübsche Grafik-Engine spendiert bekommen. Die Unreal Engine wurde weiterentwickelt, hat jetzt so tolle Effekte wie bei Bump-Mapping, was man ja auch bei Splinter Cell 3 sehen kann. Und das werden wir heute genauer unter die Lupe nehmen. Aber jetzt kommen wir zum zweiten Highlight und deswegen muss ich rübergehen zu meinem lieben Consolero-Kollegen, dem Michael. Yo, yo, yo. Der heute wieder ganz in der Tradition der Bad Hair Day Week ist. Yeah, ich nenne sie zwar spaßeshalber nur die Bad Hair Week, aber ich glaube, heute habe ich und meine Assistentin uns wieder einmal selbst übertroffen. Ja, also wirklich, du schaffst es wieder aufs Neue, mich komplett zu Würgen zu bringen. Das war meine Absicht. Nichts anderes hatte ich damit beabsichtigt. Es ist dir hervorragend gelungen. Es erfreut mich, dass es wieder gelungen ist. Aber du hast vollkommen recht mit den Highlights, denn eigentlich haben wir im Konsolenbereich definitiv auch ein Highlight für den heutigen Tag. Ja, absolut. Aber erst ab der 23-Uhr-Stunde, denn das Spiel, was ich heute zusammen mit deinem Gast vorstellen werde, ist... lach nicht, wenn du mich anguckst! Wenn du weiterlachst, dann sage ich nichts mehr. Ich kann nicht anders, weißt du? Ich sehe einfach nur diesen Bommel Haare da auf deiner Rübe. Jetzt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Nein, Killer 7 haben wir heute hier zusammen mit dem Producer Kubayashi-san. Ja. Und hör auf zu lachen. Das ist übrigens auch der Producer von Resident Evil 4. Also man muss definitiv feststellen, dass es ein Mann ist, der eine Menge coole Sachen bisher produziert hat. Und mit Killer 7 auf jeden Fall auch einen Titel in petto hat, wo viele, viele Leute sehr, sehr gespannt drauf sind. Und heute endlich ein paar Detailinformationen zu diesem sehnlichst erwartenden Spiel. Es ist schwer, jemanden ernst zu nehmen, der Killer 7 sagt und so einen Haarbommel auf dem Kopf hat. Hat er nicht unter anderem auch bei Resident Evil mitgemacht? Das war das, was ich gerade gesagt habe, während du in deiner eigenen Welt amüsiert hast. Okay, Bommelmann. Ich gehe mal rüber zu den Maxern, die mich hier schön gemütlich empfangen. Das mag ich doch. Das finde ich mal eine nette Begrüßung. Mit loungiger Strandmusik. Heute mal wieder der Relax-Bereich sozusagen. Sehr gut. Der Schmuve-Bereich. Muss man auch sagen, wenn es hier ziemlich hektisch und brutal zugeht, dann müsst ihr ein bisschen Gleichgewicht jetzt in die Sendung bringen. Wir sind der Ruhepol. Ja. Was habt ihr denn parat für uns? Wir haben ein paar grafisch nicht so spektakuläre Sachen dafür, aber sehr geile Sachen. Und zwar haben wir uns dem Thema Browser-Games ein weiteres Mal angenommen. Sind ja fucking Schweine beliebt, muss man mal sagen. Ja, denn, absolut. Es gibt unfassbar viele und die jeweils alle auch noch mit brutal vielen Spielern. Über 170 gibt es tatsächlich. Also Deutsche wohlgemerkt. Deutsche. Funny, die sind ja nicht nur einfach so kleine Minigames, sondern die sind teilweise richtig komplex. Ja. Und das Geilste daran ist natürlich, sie sind umsonst. Genau. Die meisten. Es gibt natürlich auch welche, wo man zahlen muss, aber die wollen wir heute mal dezent auslassen. Ja. Es gibt natürlich genügend, ohne zahlen zu müssen. Ja, sehr cool. Und das ist natürlich ein Aspekt. Und der andere Aspekt ist, dass im Moment ein Wettbewerb stattfindet, wo man sein Lieblingsbrowser-Game wählen kann. Und das ist auch der eigentliche Anstoß dazu. Und nächste Woche werden wir dann auch die Gewinner des Wettbewerbs hier bei uns haben. Ui, sehr schön. Wie gesagt, jede Menge Informationen zu interessanten Browser-Games, die ihr umsonst zocken könnt bei uns in dieser wunderbaren 2-Stunden-Episode von Giga Games. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, schnappt euch ein Kissen, macht es euch gemütlich vor dem warmen Fernseher und bleibt jetzt dabei, denn wie gesagt, diese grandiosen Themen sollte niemand da draußen verpassen. Zu Recht ist am heutigen Tage das Highlight aus dem PC-Bereich, denn es lautet SWAT 4, ein Spiel, das kann ich vorwegnehmen, das sehr viel Spaß macht. Das habe ich mitbekommen. Du bist wirklich am Dauerzocken. Auch ich habe mittlerweile ein bisschen gezockt. Und um in die richtige Stimmung zu kommen, setze ich mir mal die typische Cop-Brille auf. Ja, genau.
Jetzt bist du eher so ein amerikanischer Highway-Polizist, der hinter irgendeinem Werbeplakat mit seinem Wagen steht und wartet, dass irgendjemand zu schnell vorbeikommt. Und das ist ungefähr in der Woche einer. Ich könnte aber auch der Porno-Cop sein. Der Porno-Cop. Ja. Ja. Zumindest, egal welche Art Cop du bist auf keinen Fall Teil dieses Elite-Trupps. Denn das besteht ausschließlich aus Elite-Kräften. Glaub mir, ich habe die meiste Elite-Kraft. Wo? Darauf möchte ich jetzt nicht genauer eingehen. Das ist, Magen, die, das ist erst für die 23-Uhr-Stunde. Ja, na gut, ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wo sich seine Superkräfte befinden. Mhm. Und hör auf, bitte mach weiter. Mir fallen gerade zu viele weiter. Sprüche ein. Mir fallen zu viele Sprüche ja, ein. Ja, okay, jetzt, deine Chance, dein Spruch, jetzt. Nein! Du darf nicht daran denken. Okay. Dann schalten wir schnell aufs Spiel. Ja, denn wir haben ja schon mal SWAT gezeigt und vielleicht haben wir jetzt eine kleine Einblendung. Und die seht ihr ungefähr hier. Ist nochmal das schöne Spiel dargestellt. Könnt ihr ab 44,99 erlangen bei uns bei Giga Get The Games. Einfach www.giga.de/getthegames. Und da findet ihr alle Informationen dazu, muss man sagen. Genau, denn doch wir jetzt wissen, wo ihr diesen Spaß herbekommt. Genau. Und ich finde es toll, ich sehe mich selbst in deiner Brille. Finde ich super. Du eitler Fatzke. So, jetzt das neue Spiel, was wir jetzt heute präsentieren. Ja, SWAT 4. Und wir haben es ja schon mal gezeigt und schon mal reingeschnuppert heute in dem Games-Check. Aber wir werden auf jeden Fall noch mal uns um die Mission kümmern, bevor wir die endgültige Wertung dann bekannt geben. Und wir wollen einfach mal eine Karriere fortsetzen, möchte ich sagen. Natürlich, du hast eine Karriere gestartet, auch wenn wieder erfolgreich. Was soll das denn jetzt wieder heißen? Naja, ich kann mich noch erinnern, wir spielen jetzt Missionsziel Niete. Ja, das stimmt ja gar nicht. Nein! So, wo gehen wir rein? Ja, muss ich dazu sagen, das ist nämlich, also es gibt am Ende der Mission eine Abrechnung und wenn man nicht genügend Punkte hat, zumindest wenn man normale Schwierigkeit spielt oder schwere Schwierigkeit, dann muss man das Ganze normal probieren. Und ich hatte alles geschafft, total super, aber dann stand auf einmal ungerechtfertigt getötete Person 12, Abzug minus 100. Ja. Und dann war ich auf einmal nur noch bei 0 Punkten und war eine Niete. Aber da hat das Programm objektiv festgestellt, dass du eine Niete bist. Ja, aber weißt du, wann ist es gerechtfertigt, jemanden zu töten? Wenn da kommt einer auf dich zu mit einer Beretta im Anschlag, schießt auf dich, ja, trifft auch einmal. Dann wäre es ja gerechtfertigt. Nein, ich habe dich schon beobachtet. Du hast mich beobachtet. Ja, ich habe dich beobachtet. Ich habe dich gesehen. Beobachtet. Junge, du siehst nicht alles, wenn ich diese Brille trage. Ja, genau. Du weißt nicht, wo ich hingucke. Ich rieche immer deinen Atem, so einen warmen Verdunst. Jetzt geh endlich ins Spiel! Du quatschst mich doch voll. Und so, du machst jetzt mit. Jetzt bitte, liebe Regie. Können wir das jetzt mal zum Wesentlichen kommen? Nachtclub A-Bomb, dort gehen wir jetzt mal hin. Ich glaube, das habe ich letztes Mal noch nicht gezeigt. Oder habe ich schon mal gezeigt? Ich glaube, ich habe es noch nicht gezeigt. Das werden wir jetzt einmal machen, eine Mission. Da war also ein Konzert in einem Nachtclub. Und das ist komischerweise irgendwie ausgeartet. Da sieht man wieder, Rockmusik macht aggressiv und führt zum Verderben unserer Gesellschaft. Dort gab es Ausschreitungen. Hört mehr Volksmusik. Hört mehr Volksmusik, ja. 10 Millionen Zuschauer auf der ARD sind nicht genug. Denn dumme Menschen neigen nicht zu Gewalt. Ja. Ich kann immer nur wieder erinnern an eine köstliche BBC-Serie, die ich gesehen habe, die dann immer auf ProSieben läuft, so mit Dinosauriern. Da hat der Kommentator gesagt, der Tyrannosaurus hatte ein sehr kleines Gehirn, deshalb war er äußerst aggressiv. Und wirklich, dieser Spruch gilt auch für Nachtclubbesitzer. So, hier seht ihr das, das ist also mein Team. 2 Leute im Blauen, 2 Leute im Roten, 4 Leute im Gelben. Denn wenn ich sie zusammenschließe, sind sie gelb. Manchmal liegt ja einer rum am Anfang. Das ist übrigens gut, wenn man die Mission nochmal starten muss. Das kann ich gleich vorwegnehmen, ein Pluspunkt. Die Gegner befinden sich immer in anderen Räumen. Also sie sind nicht immer überall gleich, sondern das ist durchaus so, dass man damit rechnen muss. Einsatzgruppe. Dass die auch mal woanders sind. Also nicht einfach so per Trial and Error, dass man weiterkommt. Man muss sich jedes Mal aufs Neue wieder anstrengen. Da hast du völlig recht. Denn die bewegen sich und haben dynamische Positionen und verhalten sich auch immer anders. Manchmal haben sie Bock, sich zu ergeben. Manchmal sind sie der Meinung, sie müssen auf dich schießen. Was ich auch sehr, sehr geil finde, wie gesagt, es gibt ja das große Feature, dass man halt, man bekommt Punkte dafür, wenn man Leute außer Kraft setzt, ohne Gewalt anzuwenden. Dass es halt auch die Möglichkeit gibt, zum Beispiel eine nicht tödliche Schrotflinte einzusetzen, die dann diese harten Plastikgeschosse verschießt, die einfach mega krasse blaue Flecken hinterlassen. Genau. Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, das Ganze blutfrei zu lösen. Allerdings hängt es auch immer davon ab, wie sich die Gegner hier gebaren. Der zum Beispiel ist der Meinung, okay, er hat keine Chance, zu Recht. Und jetzt zum Beispiel kann ich ihn selbst mit Handschellen ausrüsten, so kleine Plastikteile, die man von der Armee kennt, aus dem Irak. Und ich kann jetzt mit der Leertaste über Schnellbefehl sagen, okay, Jungs, nehmt den mal fest und kann derweil hier so ein bisschen den Rückendeckung geben. Da hinten sehe ich zum Beispiel wieder, da ist noch was. Du könntest vor allen Dingen auch deine Taschenlampe auf deiner Waffe anschalten, hast ja auch bei manchen Waffen die Möglichkeit. Ist natürlich ein Lichtkegel, auf den dann vielleicht auch Gegner reagieren können. Das stimmt, absolut. Aber trotzdem braucht man die Taschenlampe relativ häufig, denn meistens ist es dunkel da, wo sich das
widerliche Pack rumtreibt. Ja. Ich muss jedes Mal, was das ist schon wieder ein kleiner Minuspunkt, jedes Mal, wenn ich jetzt einen Gangster hier zur Aufgabe zwinge oder ihn auch niederstrecke, ist egal, dann legt er die Waffe auf den Boden und die muss ich finden. Denn hier, wenn ich auf, na okay, jetzt ist es noch nicht angezeigt, aber am Ende wird abgerechnet, wie viele Waffen ich eingesammelt habe und manchmal liegen die ganz komisch versteckt in einer dunklen Ecke oder unter dem Körper des Feindes. Genau, und das ist das, was ich auch schon beim Spielen festgestellt habe. Das ist manchmal einfach echt nervig, wenn die Waffe unter dem Körper des Typen liegt und du suchst und du findest sie nicht richtig. Ja. Und dann ist manchmal einfach nur dieses kleine Fenster unten, das dann aufpoppt. Waffe sicherstellen, der einzige Hinweis darauf, wo die Waffe denn dann wirklich liegt. Ganz genau so ist es. Ansonsten, was mir an der Optik noch aufgefallen ist, also ich muss Ihnen sagen, im Großen und Ganzen finde ich die Optik wirklich sehr gut gelungen bei dem Spiel. Ja. Die eigenen Mannen sehen richtig, richtig geil aus. Die sind wirklich sehr detailliert. Man sieht wirklich die Granaten hinten auch am Gürtel rumbaumeln und all sowas. Aber ich finde jetzt die gegnerischen Mannen, die Feinde wirken dann teilweise echt ein bisschen polygonarm. Da hast du auf jeden Fall recht. Nicht nur, also ich finde nicht nur die Grafik der Leute sehr gelungen, ich finde übrigens auch die Grafik der Umgebung sehr gelungen. Und sehr stilvoll gemacht. Zum Beispiel dieser Nachtclub, überall liegt ein bisschen Müll rum, Graffiti und so. Das sieht so richtig dieses schmutzige Feeling. Genau. Hier zum Beispiel siehst du diesen Typ, den kann ich jetzt im Scharfschützenmodus erschießen. Kannst du auch nochmal zoomen im Scharfschützenmodus mit der rechten Maustaste, das ist ganz cool gemacht auf jeden Fall. Ja, kann noch ein kleines Stückchen heran. Jetzt habe ich die Gelegenheit verpasst, ihn niederzustrecken. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob das ein Zivilist ist oder ein Gangster. Deswegen entschließe ich mich dazu, ihn nicht zu töten. Nachher kriege ich wieder Punkteabzug und dann bin ich wieder in die Niete. Du könntest natürlich auch das Fenster eingeblendet lassen, so im, also nicht, dass du jetzt nicht selber darin spielst, aber dass du immer siehst, was da los ist. Das stimmt, genau. Für Schnelleingriff. Da sehe ich zum Beispiel wieder jemanden. Da war auch ein Schrei. Ja. Da kann ich jetzt zum Beispiel mal... Die sind völlig verrückt. Ich hoffe mal, dass ich jetzt gegen den Türrahmen treffe und dann fliegt die Granate rein. Ja. So. Das war CS-Gas. Hast du eine Gasmaske? Nee, nee, das war kein CS-Gas. Das war eine Blendgranate. So, okay. Da hinten. Siehst du ihn? Ah, er hat sich fallen lassen. Super. Sehr gut. Das war schon wieder sehr kritisch. Hier sind manchmal auch gerne mehrere Leute. Ja, manchmal ist es auch ganz... Also manchmal hilft es auch Leuten... Das soll sich jetzt nicht fies anhören. Aber manchmal hilft es auch den Leuten ins Bein zu schießen, um sie dann dazu bewegen, aufzugeben. Genau. Das ist, also man muss da auch teilweise wirklich schauen, dass man wirklich alle Ressourcen ausnutzt, bevor man wirklich zum Allerschlimmsten greift, und zwar zum Kopfschuss. Das stimmt, also man bekommt natürlich dann auch Punkte und je überlebensgrößer die Menschen da drin sind. Man muss auch immer alle Personen, die man findet, melden. Also auch Verletzte und so muss man immer drauf zeigen im Cursor und dann die mittlere Maustaste zum Beispiel drücken. Das stimmt, also das darf man nicht vergessen. Selbst wenn man jetzt schon irgendwie ein Ding festgemacht hat, muss man dennoch die Meldung erteilen, sonst zählt das Ganze nicht. Und Meldung erteilen werden wir jetzt auch, und zwar, dass dieses Take zu Ende ist. Aber ich kann euch vertrösten, es gibt nämlich noch 3 an der Zahl und dann geht es gleich richtig weiter mit SWAT 4 und coolen Cops. Im Schamusen-Bereich starten wir jetzt durch mit Browser Games. Mhm, und sowas von. Schmuff. Und deshalb werdet ihr auch aus unbekannter Quelle permanent Musik im Hintergrund hören, die die Relaxheit dieses Bereichs unterstreichen soll. Denn gerade heute ist ja bei uns grafisch nicht jetzt das Augenkrebs verursachende, eventuell Epilepsie auslösende zu erwarten, sondern eher ruhige Sachen wie eben... Du verstrickst dich in Phrasen. Ja, das macht mir Spaß und ich kann das auch verlängern. Ja, mit anderen Worten, wir werden euch heute Browser Games präsentieren. Also nochmal für die Allgemeinheit, was Browser Games überhaupt sind, wo ihr Browser Games kriegt und dann natürlich auch nochmal kurz auf den Wettbewerb eingehen, das aber später. Später, ja. Und bis dahin könnt ihr auf jeden Fall uns begleiten auf eine Reise durch das Netz und durch die Welt der Browser Games. Genau, wir werden natürlich auch welche zocken direkt, bevor wir das machen, aber greifen wir die erste große Frage nochmal auf. Was sind eigentlich Browser Games? Ade, was sind eigentlich Browser Games? Browser Games sind Spiele mit ohne grafisch. Du verstrickst dich in ganz kurzen Phrasen. Nein, Browser Games sind natürlich Spiele, die man im Internet spielen kann, größtenteils kostenfrei spielen kann, die grafisch natürlich nicht besonders aufwendig sind, wo aber sehr viel, wo sich die Leute sehr viel Gedanken darum machen, was Taktik angeht, was diese ganzen wirtschaftlichen Aspekte und diese ganzen taktischen Aspekte. Das sind halt Spiele für den Kopf eher. Also im Endeffekt sind Strategiespiele, nur dass ihr nicht seht, was passiert. Also wenn ihr zum Beispiel, also das klassische Beispiel ist, ich sende meine Flotte zu Planet A, um ihn zu erobern und mit den Ressourcen auszuschlachten, dann würde in einem Spiel wie
Command & Conquer oder sowas, oder also ein Strategiespiel eben auf jeden Fall, würde die ja sehen, wie die Flotte hinfährt, dann guckt, könnt ihr zusehen, wie sie da eventuell besiegt wird oder halt auch selber gewinnt, und wenn sie gewinnt, dann wie die Laster kommen und alles aus. Genau. Baldovern dort. Bei Browser Games funktioniert das nicht so, denn da basiert das Ganze auf Werten quasi. Das heißt, eure Flotte ist so und so stark, den ihr habt ihr selber gebaut. Also genau. 50 Kreuzer zum Beispiel waren für mich damals bei OGame ein großes Teil, aber kann man eigentlich streichen. Und vor allem das Wichtigste daran ist, ihr wisst nicht, wie stark der Gegner wirklich ist. Also ihr habt es vorher aussondiert oder was weiß ich auch immer. Aber letzten Endes kann man es fast wie Würfeln betrachten. Also wenn ihr ungefähr einen gleich starken Gegner habt, dann wird es halt mehr oder weniger ausgewürfelt, wer jetzt letzten Endes das Spiel für sich entscheidet oder nicht. Oder genau, wie bei jedem Rollenspiel sind da quasi komplette Regeln dahinter. Das heißt, ein Kreuzer besiegt einen Jäger in so und so viel Prozent aller Fälle, beziehungsweise richtet Schaden an, hat selber natürlich auch Schadenspunkte, die maximal ausgehalten werden. Und so wird dann quasi ermittelt, welches Raumschiff in einem Zweikampf gewinnen würde. Und das aber halt auch auf komplexester Ebene bei ganz großen Flotten, das gleiche auch für Gebäude, das ist nur der Kriegsschauplatz. Dann gibt es ja noch das gesamte Bewegungstheorem sozusagen, was passiert, wie geht es eigentlich, dass eine Flotte von A nach B kommt. Das heißt, ihr schickt die Flotte los, dann ist eine Entfernung vorgegeben für Punkte A und B. Ja. Und natürlich braucht es dann einfach eine Weile, obwohl die Flotte sich ja nicht wirklich bewegt, sondern das ist also eine Datenbankgeschichte, das sind alles Datenbankabfragen. Darauf basiert das Ganze dann, schön verpackt natürlich in eine ganz nette Oberfläche, das nennt man dann, die man nämlich im Internet Explorer oder irgendeinem anderen Browser eben dann sieht, deshalb auch Browser Game. Ja. Und es wird halt eigentlich mehr oder weniger alles gerechnet. Also ihr könnt euch das vorstellen wie eine riesige Matheaufgabe mit ein paar Bildern dazu. Genau, und nur ihr müsst nicht rechnen, sondern ihr müsst nur sagen, was gerechnet werden soll. Genau. So, wir haben jetzt hier mal eine Seite aufgeschlagen, die nennt sich browsergames24.de. Das ist eine wirklich, haben wir auch damals schon empfohlen, eine sehr umfassende Seite, wenn es darum geht, Browser Games zu finden. Da gibt es dann auch Spielvorstellungen und so, also im News-Bereich kann man sich dann hier quasi auch aktuellste Informationen über neue Spiele holen und wohl auch natürlich über alte, über die News-Suche irgendwie informieren, wenn man mal jetzt was Neues findet oder was Neues für einen selbst Neues ist, aber was schon seit 10 Jahren gespielt wird, kann man sich darüber ein bisschen informieren. Oder aber man klickt einfach mal auf Spieleverzeichnis, was ich schon getan hatte, und geht hier auf Browser-Spiele. Man sieht dann gleich schon hier, da sind 266 Spiele bei denen gelistet. Und zwar in diesen Unterkategorien Fantasy, Fun, Manager, Mikronationen, Rollenspiele. Mikronationen, das dürfte übrigens sowas sein wie, du machst deinen eigenen Start auf und musst ihn verwalten. Tropico, sowas in der Art, genau. Könnt ihr euch das vorstellen. Rollenspiele gibt es auch. Rollenspiele, natürlich Pen and Paper, wahrscheinlich einfach nur ins Internet übertragen. Richtig. Und vor allem, was man nicht unterschätzen darf, ich nehme an, dass die hier mit runter sind, auch Massively Multiplayer Online Roleplay Games, ohne Grafik eben, also als Browserspiel gibt es natürlich, denn da spielen halt tausende Leute mit zum Teil auf einem Server. Ja. Also das gibt es da schon lange, wenn man so möchte. Und da eben auf Grafik verzichtet wird, also als auf Darstellung der ganzen Handlung sozusagen, ist natürlich auch, braucht man keinen tollen Rechner. Man braucht einfach nur einen Rechner, der in der Lage ist, ins Internet zu gehen. Dann würde ich sagen, klicken wir mal auf Rollenspiele. Ja, Rollenspiele klingt interessant. Und dann schauen wir mal, was da alles gibt. Die werden auch natürlich bewertet, je nachdem, wie gut oder wie schlecht sie sind. Und es steht natürlich dabei, ist es kostenlos oder kostenpflichtig. In dem Fall haben wir nur kostenlose Browser-Games vor uns. Und es steht natürlich auch, also was ich sehr cool finde an dieser Seite überhaupt, es steht einfach generell da mal kurz ein Überblick. Ist es kompliziert, sich anzumelden? Was ist es für eine Sprache? Was kostet es? Also in dem Fall eben gar nichts. Was für ein Genre ist es? Ja. Und vorne steht natürlich dann nochmal, wie das Spiel heißt. Das heißt, für euch alle wichtigen Fakten erstmal auf einen Blick. Das ist sehr gut und auch sehr wichtig, wie ich finde. Absolut. Und jetzt würde ich sagen, nehmen wir einfach mal hier einen raus. Wir haben jetzt hier einen 5-Sterne-General sozusagen, also ein maximal bevotetes Game, kostenlos. Anmeldung ist problemlos. Das bezieht sich darauf, manchmal sind Anstürme auf Browser Games so hoch, dass die Kapazitäten des Server einfach erreicht werden. Da wird dann quasi, da muss man dann eventuell ein bisschen warten, bis man sich anmelden kann. Das ist aber hier zumindest momentan problemlos alles möglich. Das war Dogs of the Seas, war das. Genau, und das ist ein deutsches Rollenspiel, RPG, würde ich sagen, klicken wir einfach mal drauf. Kriegen dann jetzt hier nochmal etwas ausführliche Informationen, so eine kleine Info schon mal dazu, hier die Votes dazu. Ja, die Bewertung nochmal im Detail mehr oder weniger. Und wenn ich dann halt hier oben drauf klicke, müsste aufpoppen die Homepage des eigentlichen Browser Games. Das ist diese hier. Und da würde ich sagen, registrieren wir uns doch einfach mal so beispielhaft sozusagen. Ja. Das geht hier links im Menü über Registrieren. Vorname Patrick. Schauen wir, wie das alles schon anbietet. Ja. Papst.
Das ist halt das Praktische. So, patrick@giga.de. Ich weiß, ich bin in der falschen Zeile. Ich habe nur so eine Befürchtung, dass wenn ich jetzt hier... Siehst du? Ich weiß, was du willst, aber... Ich will ja meine interne Adresse hier nicht kundtun. So, gerettet. Straße, ja, machen wir auch noch. Kaisstraße 3 sind wir hier in 40221 in Düsseldorf. Das ist dann übrigens auch die Adresse, wo ihr eure Geldpakete hinschicken könnt, auch an meinen Namen. Land Deutschland. Ja, und für die Regie hätten wir auch gerne noch Schokoladengummibärchen, weil manchmal müssen wir die... So, ich bin männlich. Müssen wir die füttern. Füttern, damit die das machen, was sie wollen. So, jetzt habe ich alles so abgeschickt und so. Das war gerade die krummste Zahl, die ich aus der Regie gehört habe. 45. Du wirst rechtzeitig von uns informiert, bevor die Dots Beta online geht. Soll das heißen? Okay, das ich ist kann nicht noch, spielen? Noch gar nicht spielbar ist. Aber es ist schön, dass man rechtzeitig informiert wird. Ja, dann können wir natürlich dann, wenn es soweit ist, können wir dann Dogs of the Seas spielen, wenn wir das denn wollen. Ich werde mich jetzt bei allen noch nicht existierenden Browserspielen anmelden und sie dann sofort zu spielen anfangen. Ja, sofort. Also weil, wie gesagt, ein Browser-Game ist natürlich sehr zeitintensiv, sehr zeitaufwendig und man muss sich schon wirklich damit befassen wollen, weil sonst hat das alles keinen Zweck. Wer offline bleibt, verliert. Das ist in der Tat so. Ja, wer schläft, verliert. Genau. Ja, dazu mehr im nächsten Take. Bleibt also dabei, wenn es heißt, hier im Max-Bereich Browser-Games.